Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch in einem kurzen Video, wie man einen gesunden, rohköstlichen Avocado-Brotaufstrich herstellen kann. Das geht richtig einfach und schnell, denn wir benötigen dazu theoretisch nur drei Zutaten, abgesehen von den Gewürzen. Das Tolle ist, dass dieser Brotaufstrich so gesund ist, weil er rein rohköstlich ist und deshalb vorzüglich zu meinem rohköstlichen Crackers hier, zu diesem Knäckebrot passt. Und dabei auch noch sehr gut schmeckt, Mashallah. Wie wir diesen leckeren Brotaufstrich herstellen, das zeige ich euch jetzt. Zuerst werden wir dazu eine Bio-Karotte auf der feinen Seite einer Gemüsereibe reiben. Diese Größe der Karotte würde gut zu einer großen Avocado passen. Ich hatte allerdings hier nur eine kleine Avocado benutzt. Deshalb habe ich dann nur die Hälfte von diesen Karotten benutzt. Also je nachdem, wie groß eben die Avocado sein wird, bräuchte man dann nur eine halbe oder eben eine ganze fein geriebene Karotte. Dann würzen wir die Avocado mit frisch gestoßenem Pfeffer, mit Himalaya-Salz und mit dem Saft einer halben Bio-Zitrone. Der Zitronensaft sorgt dafür, dass die Avocado nicht braun wird und gleichzeitig gibt er dem Avocado-Aufstrich einen sehr leckeren, pikanten Geschmack. Dann werden wir die Avocado einfach mit einer Gabel ganz fein drücken, bis sie zu einem feinen Brei zerstampft wurde. Und dann geben wir die Hälfte von diesen fein geriebenen Karotten hinzu. Das reicht dann schon aus. Wie gesagt, wenn man eine große Avocado hätte, dann könnte man die ganze Karotte hinzugeben. Aber so für die kleine Menge reicht jetzt nur die Hälfte davon. Wir vermischen das alles schön und dann kommt jetzt noch Koriander hinzu, den wir dann hier von den Stielen befreien. Und diese Blätter werden wir dann ganz klein mit dem Messer schneiden. Ich habe sie allerdings relativ grob hier nur geschnitten, aber man kann sie auch ganz fein schneiden, wie man das gerne möchte. Koriander ist übrigens ein sehr gesundes Kraut, denn es hat einen sehr hohen Anteil an Antioxidantien, die gegen Entzündungskrankheiten helfen. Ebenso dient es als natürliches Antibiotikum, welches sehr wirkungsvoll pathogene Krankheitserreger abtötet. Auch kann es sehr effektiv gegen eine Schwermetallvergiftung eingesetzt werden. In dem Fall aber sollte es zusammen mit Bärlauch und Chlorella eingesetzt werden. Ja, damit haben wir dann unseren gesunden, rohköstlichen Avocado-Brotaufstrich auch schon fertig zusammengestellt, der nicht nur sehr gesund ist, denn auch die Avocado hat viele gesunde Inhaltsstoffe, sondern dazu auch noch richtig köstlich schmeckt. Sehr gut würde dieser gesunde Brotaufstrich daher auch zu meinem gesunden, rohköstlichen Knäckebrot passen, das wir hier jetzt sehen. Das wird auch in der Hauptsache aus Sprossen hergestellt und noch anderen rohköstlichen Zutaten, die dann einfach alle zusammen getrocknet werden. Das Video dazu werde ich euch oben in den Infokarten inshallah verlinken. Und um diese rohköstliche Mahlzeit perfekt zu machen, werden wir die Brote noch mit Berglinsensprossen und Mungobohnensprossen bestreuen. Denn auch Sprossen sind hochgesunde Nahrungsmittel, die ihr unbedingt täglich in euren Speiseplan integrieren solltet. Dabei sind sie sehr einfach und günstig selbst zu ziehen, denn die Linsen, wie hier in diesem Fall zum Beispiel, sind günstig beim Bioladen zu erstehen. Dann tut man sie einfach einweichen über Nacht und dann in einem Keimglas ein paar Tage lang keimen lassen. Das Video zum Keimen von Sprossen werde ich euch auch noch mal hier oben in der Infokarte verlinken, inshallah. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen beim Nachbacken dieses gesunden Brotaufstrichs. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.